dass die sich schnell ausbreitende Marienverehrung ihre Wurzeln in der Anbetung antiker Göttinnen sowie in anderen heidnischen Praktiken hat, haben wir bereits in einem früheren Kapitel dargelegt. Solche Verbindungen scheinen sich jetzt in späteren Kapiteln nur zu bestätigen. Die New Age-Bewegung schreitet zweifellos an vielen Fronten voran, nicht zuletzt in der Kirche, welche die rechte Lehre nicht ertragen kann, weil ihnen die Ohren jucken. Viele Christen haben tiefe Züge aus dem New Age-Trank genommen, zum Beispiel ganzheitliche Heilung, also ganzheitliche Heilkunde, Hypnose, Yoga, innere Heilung, Meditation, Psychoanalyse und Bewusstseinstraining. Alles heidnischen Ursprungs. Und viele haben neue Lehren und Ketzereien übernommen, die sich auf das humanistische und positive Denken von Teilhard de Chardin, Norman Vincent Peale und anderen Gründen, die der Kirche die Bedeutung eines irdischen Königreichs in der Jetztzeit beimessen, das soziale Evangelium predigen und lehren, dass die menschliche Gesellschaft für die Wiederkunft des Herrn nach den Königreichsprinzipien wieder aufgebaut und christianisiert werden muss. Bryn Jones, eine führende Persönlichkeit in der Church Restoration, also in der Kirchenwiederherstellungsbewegung, verhieß seinen Anhängern Anfang des Jahres 1991, Zitat: Durch die Kraft seines Geistes werden wir alles, was gegen Gott und die Menschen steht, unter die Herrschaft Christi bringen. Gottes Kirche wird in der Endphase dieses Zeitalters die einflussreichste Gruppierung von Menschen auf Erden sein. Ende Zitat. Das ist in der Tat ein prophetisches Wort. Doch wird es in der Schrift nur durch die abtrünnige Kirche in der Offenbarung des Johannes erfüllt. Hallo, moin moin, schönen guten Tag von Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Willkommen zu einem neuen Video einer Lesung des Buches Alle Wege führen nach Rom von Michael de Semlien, heute im dritten Kapitel, getitelt Die Jungfrau Maria, daher auch der Titel dieses Videos. Nun, ich habe erzählt, dass ich dieses Video ein bisschen vorarbeite, dass ich mir ein bisschen Freiraum schaffe. Heute haben wir den 8. September, das Buch ist noch lange nicht raus. Also meine Lesung davon. Ich verarbeite gerade in Englisch das erste Kapitel, werde danach kurz ein paar Bilder anpassen und das deutsche erste Kapitel Video verarbeiten. Morgen dann das zweite und heute lese ich halt das dritte. Rauskommen wird das noch eine ganze Weile nicht, weil da müssen erst noch ein paar andere Sachen rauskommen. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr mir zuhört und dass ihr meine Videos zuschaut, wo ich jetzt heute dann das dritte Kapitel lese, Die Jungfrau Maria von Alle Wege führen nach Rom. In seinem Buch Ein neues Pfingsten schrieb Kardinal Sünens, den Mechelaar, also den aus Belgien, aus Mechelen hier, Ökonomismus hat dazu geneigt, die Rolle der Maria herunterzuspielen. Aber die Erneuerung ehrt sie als die erste Charismatikerin. In Wirklichkeit haben erneuerte evangelische Kirchen die Rolle der Maria nicht heruntergespielt. Im Gegenteil, viele von ihnen nennen sie ebenfalls die erste Charismatikerin, betonen ihre Menschlichkeit, würdigen die besondere Rolle, die sie zu Pfingsten spielte, und unterstreichen ihre Zugänglichkeit. Diese Wiederherstellung des Gleichgewichts oder Wiederaufrichtung der Bedeutung Marias in der Bibel in heute vorherrschenden stark ökumenischen Klima verwirrt und beunruhigt normale Kirchenmitglieder, die an den klaren und kräftigen protestantischen Wurzeln festhalten möchten. Das beunruhigt jeden, der ein bibeltreuer Christ ist. Wie sich dieser Abfall in den Protestantismus einschleicht. Sag mal, für was hat Luther denn überhaupt gelebt? Der hat damals die 95 Thesen über den Ablasshandel angeschlagen und hat doch auch gewarnt vor Götzen und Idolen, die man nicht folgen soll, die man nicht anbeten soll. Im Lauf seines Lebens,
Er hat die Bibel übersetzt, hat euch das Wort Gottes gegeben. Warum sind denn so viele zu faul, das zu lesen? Warum folgen sie dem, was irgendwelche Menschen erzählen? Also wenn dieser Kardinal Zünens hier, dieser Belgier, dieser Jesuit wahrscheinlich, der nicht so weit von mir weglebt, hier erzählt, Ökumenismus hat dazu geneigt, die Rolle der Maria herunterzuspielen, aber die Erneuerung ehrt sie als die erste Charismatikerin. Da, wo steht irgendeins dieser Worte überhaupt in der Bibel? Was hat das mit Glauben zu tun? Das hat doch nur damit zu tun, mit Lehre. Und dann gibt es einen, der lehrt, und dann gibt es einen, der gelehrt wird. Und wenn ich mich der Lehre des Menschen unterstelle, ja, dann lehre ich natürlich auch die Lehre des Menschen. Also unterstelle ich mir doch lieber Gott und lehre Gottes Wort. Lerne Gottes Wort, will ich sagen. Ich lasse mir Gottes Wort lehren, durch ihn, durch die Bibel zu lesen, und lerne sein Wort. Mir kommt wirklich die Galle hoch, wenn ich diese ganzen Dinge hier lese, und ich hoffe, dass ihr es mit meiner Intonation, mit meiner Ausdrucksweise, die ich probiere, in diesem Buch zum Ausdruck zu bringen, dass ich teilweise sarkastisch und irgendwie darüber klinge, wenn sie diese Zitate von Göttlichkeit und Heiligkeit und alles über Maria und alle ihre Heiligen bringen. Ich hoffe, dass ihr das raushört. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Wenn nicht, dann habt ihr Pech. Ich mache das trotzdem, weil ich finde das, also auf ganz Flachdeutsch mal gesagt, eine einzige große Verarsche, diese ganze Bewegung. Niemand, der die Bibel auch nur mal gelesen hat, kann auf solche Sachen hereinfallen. Ist das nun ein Zeichen davon, dass die Leute die Bibel wirklich nicht lesen? Aber wenn sie dann danach verlangen, warum gehen sie dann in die Kirche? Für die Gemeinschaft? Wir können auch zu Hause eine Party feiern. Da habt ihr mehr von. Mann, manchmal wirklich, ich verstehe solche Sachen wirklich nicht manchmal. Das ist, macht mich verrückt ein bisschen. Vorerst sind nur wenige evangelische Kirchen so überzeugt wie Kardinal Zünens, der sich ebenfalls ein neues Pfingsten, ebenfalls in ein neues Pfingsten, Entschuldigung, in dem Buch, ne, ein neues Pfingsten, was er geschrieben hat, daran erinnert, wie eine, Zitat, eine kurze Erwähnung der Rolle Marias auf einer internationalen charismatischen Konferenz im Jahre 1973 den begeisterten Applaus von etwa 20.000 Menschen erntete. Ich fühlte mich, als wären wir eine große Familie, die sich zu Hause um die Mutter versammelt hat. Ende Zitat. Kommt einem da nicht die Galle hoch? Und als Papst Johannes Paul II. England als Marias Mitgift bezeichnete, muss man sich mal vorstellen, bekam er für diese Formulierung im Wembley-Stadion während seines Besuches 1982 ähnlich stürmischen Beifall. Die Bemerkung des Papstes spiegelt die unveränderte vatikanische Haltung zu dem Anspruch der päpstlichen Oberlehensherrlichkeit über England wider, der bis auf die Zeit König Johanns zurückgeht. Also, wenn wir hier über die Geschichte Englands sprechen und diese Oberlehnsherrlichkeit, der päpstlichen Oberlehnsherrlichkeit über England, dann rate ich euch mal an, auch wenn das Sieben-Tags-Adventisten sind, schaut euch das Video an von Walter Veit über die diese Sustainable and Beamable Princes. Jetzt weiß ich im Augenblick nicht, wie das in Deutsch heißt, aber da geht es über diese herrlichen Prinzen und so weiter. Also das findet ihr schon, das Video, wenn ihr das sucht, von Walter Veit. Ist in seiner Rekindling the Reformation Serie wahrscheinlich drin. So genau weiß ich das nicht mehr. Ich habe es zwei, dreimal geguckt. Und da geht es darum, dass nicht nur die Könige von England, sondern vor allen Dingen auch zum Beispiel die ganzen Präsidenten von Amerika alle königlicher Abstammung sind, also was das Blut angeht. Ja? Und darauf bezieht sich der Autor hier, wenn er über die Oberlehensherrlichkeit über England spricht, die bis auf die Zeit Johanns zurückgeht, also König Johann oder King John, wie ihr den ja vielleicht auch kennt. Schaut euch das mal an und dann werdet ihr begreifen, was damit gemeint ist, weil das ist eigentlich irgendwo ein Paradoxum, was mit England und der römisch-katholischen Kirche passiert ist. Als Johannes Paul II. Bei seiner Ankunft den Boden küsste, brachte er damit den historischen Anspruch zum Ausdruck, dass dieses Land Eigentum Mariens und der Mutter Kirche sei. So, das habe ich ja schon mal erwähnt, ich glaube bei Herrscher des Bösen oder Luther 2017, dass wenn der Papst den Boden eines Landes küsst, wenn er da gelandet ist mit seinem Flugzeug, dass er das tut, um damit aufzuzeigen, dass das Land ihm gehört.
Jetzt steht hier, er brachte damit den historischen Anspruch zum Ausdruck, dass dieses Land Eigentum Mariens ist und der Mutterkirche sei. So, also, jetzt lassen wir das Eigentum Mariens mal eben weg. Es ist das Eigentum der Mutterkirche. Und wenn der Papst das Oberhaupt der sogenannten Mutterkirche ist, dann gehört das Land eben ihm. Also findet man hier eine Bestätigung für das, was ich damals bereits erzählt habe. Also ich erzähle niemals sowas irgendwie. Das ist alles schon ein bisschen recherchiert. Professor Malachi Martin, ein ehemaliger Jesuit, also wahrscheinlich zumindest, der eng mit dem jetzigen Papst im Vatikan zusammenarbeitete, das ist also Papst Johannes Paul II., bestätigt, dass durch die Praxis des Bodenküssens in jeder Nation, die der Papst besucht, das Land Maria, in deren Dienst er steht, geweiht werden soll. Also bestätigt im Grunde dasselbe nochmal. Wenn jedes Land der Maria geweiht ist und Maria ist die Mutter der Kirche und der Papst ist das Oberhaupt der Kirche, naja, ich meine, man muss ja nur nicht wirklich alles kleinlich sehen, ne? Dann ist das doch wohl verständlich, dass der Papst damit das Land der sogenannten Maria weiht und damit im Grunde meint, das ist halt Eigentum der Kirche. Der nächste Abschnitt in diesem dritten Kapitel, Entschuldigung, lautet die Himmelskönigin. Ja, da hatten wir ja auch ausführlich drüber gesprochen in dem Buch von Alexander Hislop, von Babylon nach Rom. Ja, ähnlicher Titel wie Alle Wege führen nach Rom, aber von Babylon nach Rom. Und die Lesung habt ihr ja hoffentlich alle gesehen und gehört. Und wenn nicht, dann könnt ihr da ja mal gerne in die Archive schauen. Da wird ja auch die Himmelskönigin benannt und besprochen. Und deswegen lesen wir auch gleich in diesem Teil des Kapitels einen Auszug davon vor. Papst Pius XII., ja, Hitlers Papst, schaut euch dafür meine Videos an aus der Buchlesung Behind the Dictators, dass ich vielleicht irgendwann mit Gottes Segen vielleicht auch mal in Deutsch bringen kann, wenn Andreas sich dazu bereit erklärt, das Buch zu übersetzen. Papst Pius XII., Eugenio Pacelli, ein Papst, an den sich viele noch heute erinnern, bezeichnete Maria als die Himmelskönigin. Er war es, Pius XII., der am 1. November 1950 ex cathedra, das heißt Kraft seines Lehramtes, und damit unfehlbar verkündete, dass Marias Leib kurz nach ihrem Tode aus dem Grab auferweckt, emporgehoben und sie als Himmelskönigin gekrönt worden sei. Auf das Ex Cathedra gehe ich nochmal eben ein. Das heißt, 1870 im Ersten Vatikanischen Konzil, Papst Pius IX, Pio IX, wurde damals in diesem Vatikanischen Konzil beschlossen, dass der Papst unfehlbar ist, wenn er Ex Cathedra spricht. Das heißt, von seinem Thron aus, Kraft seines Lehramtes, wie der Übersetzer das hier übersetzen. Das ist, wenn er auf seinem Thron sitzt und Dinge über katholische Lehre und Dogmen spricht, dann ist er unfehlbar. Das ist so. Er meint, dass er damit absolut hundertprozentiges Recht hat. Er ist unfehlbar. Und diese Unfehlbarkeit führt zu der römisch-katholischen Lehre, dass Maria kurz nach ihrem Tode aus dem Grab aufgeweckt, emporgehoben und als Himmelskönigin gekrönt worden sei. Na, ich frag mal jeden, der das glaubt, mir da bitte eine Bibelstelle zu zeigen, wo das mit übereinstimmt. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Auf dem St. Petersplatz am Ostertag 1988 enthielt eine Botschaft Papst Johannes Paul II. Ein Gebet, Zitat, an die Himmelskönigin um Schutz und Frieden für die Welt. Ende Zitat. Die einzige Erwähnung der Himmelskönigin in der Heiligen Schrift bezieht sich auf die kanaitische, heidnische Göttin, der die Israeliten räucherten, Kuchenbuken und Trankopfer opferten und die abscheulich und böse in den Augen Gottes war, wie wir in Jeremia Kapitel 44 zwischen Versen 17 bis 25 und auch im Kapitel 7 von Jeremia in Vers 18 nachlesen können. Auch hierzu habe ich mich bereits weitgehend geäußert, in einer der Lesungen von Herrscher des Bösen, wo Tapasorsi irregeleitet annimmt, dass in Jeremia 44 die Erwähnung
der Himmelskönigin fünfmal ist, wobei sie das nur viermal ist. Ich habe den Fehler in dem Buch da aufgedeckt und das könnt ihr euch ja auch gerne anschauen, wenn ihr möchtet. Aber jedenfalls ist nur in dem Buch von Jeremia, in den beiden genannten Kapiteln hier, 7 und 44, die Himmelskönigin in der Bibel erwähnt. Ist ja auch genug. Aber wichtig finde ich doch, dass wir diese Lehre durch Alexander Hislop ja verfolgen konnten, wo sie eigentlich herkommt und dass wir sie heute immer noch in der römisch-katholischen Kirche finden. Und in der Bibel finden wir sie nur als abscheulich und böse vor den Augen Gottes. In The Two Babylons, also in den zwei Babylons, das heißt also das Buch von Babylon nach Rom von Alexander Hislop, setzt Alexander Hislop die Anbetung der Himmelskönigin in der Bibel mit derjenigen der Semiramis gleich, der Ehefrau des Nimrod, die von den Babyloniern angebetet wurde und auch mit der Verehrung der assyrischen Königin, Göttin Astarte, der Diana von Ephesus, der Jungfrau Venus im heidnischen Rom und vieler anderer jungfräulicher Muttergöttinnen auf der ganzen Welt. Semiramis Sohn, in der Bibel unter dem Namen Tammuz, wie wir in Hesekiel Kapitel 8, Vers 14 nachlesen können, erwähnt, der eines gewaltsamen Todes starb und um den die Frauen weinten, wird mit Osiris in Ägypten und Bacchus in Rom gleichgesetzt. Mutter und Kind wurden in der volkstümlichen Religion Babylons angebetet, in der Form eines Säuglings oder Kindes in den Armen seiner Mutter. Gleichermaßen nach dem Turmbau zu Babel von vielen Nationen und Völkern in der ganzen Welt. In Ägypten als Isis und Osiris, in Indien bis zum heutigen Tag als Isi und Iswara, im heidnischen Rom als Venus oder Fortuna und Jupiter. Selbst in Tibet, China und Japan fanden die jesuitischen Missionare mit Erstaunen, dass das entsprechende Gegenstück zu der Madonna mit ihrem Kinde ebenso innig verehrt wurde wie im päpstlichen Rom selbst. Und dass Xingmu, die heilige Mutter in China, mit einem Kind in den Arm auf dem Heiligen und dem Heiligenschein genauso dargestellt wurde, als wäre ein römischer Künstler damit beauftragt worden, das ist alles aus dem Buch The Two Babylons, also von Babylon nach Rom, von Alexander Hislop, jetzt rausgenommen. Sogar, wie der sie eben abschließt, die heilige Mutter in China mit einem Kind in den Armen und dem Heiligenschein genauso dargestellt wurde, als wäre ein römischer Künstler damit beauftragt worden. Die Jesuiten haben das festgestellt, als sie in den Osten kamen, als sie nach Japan kamen, als sie nach China kamen, dass da in der Religion dieselbe Verehrung stattgefunden hat, wie die, die sie in Rom gelehrt hatten. Und dabei war noch niemals jemand von Rom da, um denen das zu lehren. Wie gesagt, der Ursprung aller Religion, menschengemachter Glaubenslehre, kommt aus Babylon. Nun, der nächste Papst, den wir jetzt hier besprechen, das ist Pius der IX. Oder Pio Nono, wie ich ihn auch gerne nenne. Dessen Beitrag zur Kirche von dem heutigen Papst als besonders verehrungswürdig hervorgehoben wurde, beschrieb Maria als, Zitat, Mutter Gottes, die alle Ketzereien in der Welt zerstört hat, sich von allen anflehen lässt, sich gegen alle als äußerst gütig erweist und mit höchst reichhaltiger Zuneigung all unsere Nöte unter ihre erbarmende Fürsorge nimmt, die als Königin zur Rechten ihres einzigen Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus sitzt, angetan mit einem ringsum reich verzierten goldenen Gewand. Ende Zitat. Aus Enzyklische Briefe, Dezember 1864, dasselbe Jahr, in dem Pio Nono den Syllabus of Errors veröffentlicht hat. Sehr beschäftigter Papst, der längste übrigens, der jemals auf dem Thron gesessen hat, dem Papstthron. Und über alles das, was er hier gerade gesagt hat, wenn ich da jetzt anfangen würde zu kommentieren, dann wäre ich wahrscheinlich in 2 Stunden noch nicht fertig. Aber man muss sich doch nur mal diese Blasphemie vorstellen, wo hier gesagt wird, die als Königin zur Rechten ihres einzigen Sohnes sitzt. Das ist ein Ausdruck, wie wir ihn aus der Bibel kennen, wenn wir vom Vater sprechen, der einen einzigen Sohn hat. Hier wird Maria mindestens mit Gott gleichgestellt,
aber da sie sogar über ihren Sohn erhoben wird, der Gott ist, wird sie sogar über Gott gestellt. Das muss man sich doch mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man das liest. Oder das muss man sich im Gehirn zergehen lassen, wenn man da mal drüber nachdenkt. Wenn man dieses Video schaut und wenn man das vielleicht zum ersten Mal hört. Ja? Diese Gotteslästerung, die hier mit ist, in diese Aussage von dem Antichristen, Pius dem Neunten. Und die Leute in der römisch-katholischen Kirche glauben das nicht nur, sondern sie sind da sogar noch vehement, sie sind da sogar ziemlich fundamentalistisch drüber. Ne? Also dann bin ich lieber ein fundamentalistischer Bibelgläubiger, weil das ist zumindest auf der Basis der Wahrheit, fundamentalistisch zu sein. Aber der Autor sagt hier auch, der Beigeschmack solcher Beschreibung passt besser zu Jeremias Prophezeiung als zum Neuen Testament. Da stimme ich ihm ganz und gar zu. In der Presse erscheinen viele Fotos von dem gegenwärtigen Papst, wie er vor Bildern und Statuen der Jungfrau Maria betet. Ein solches Bild im Daily Telegraph zeigt den Papst, wie er von dem Berg Chettiv in Nordwestitalien herabsteigt, nachdem er auf dem Gipfel vor einem Standbild der Jungfrau Maria gebetet hatte. Der ehemalige Parlamentarier Jeffrey Cooper verwies auf die Schriftstelle im Johannesevangelium, wo Jesus zu der Samariterin sagt, Zitat, »Es kommt die Zeit, in der ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Die wahren Anbeter werden den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten, denn der Vater will Menschen haben, die ihn so anbeten.« Ende Zitat aus dem Johannesevangelium, Kapitel 4, Verse 21 und 23. Nicht auf einem Berg, nicht in Jerusalem, nicht in Lourdes oder Walsingham. Es gibt keine heiligen Orte, keine besonderen Schreine, kein heiliges Wasser und keine heiligen Religionen, auch keine reale Gegenwart. Gott ist allgegenwärtig und mit jedem Gläubigen durch seinen Geist. Mr. Coopers völlig biblische Entgegnung und Sorge wegen der wachsenden Beliebtheit von Pilgerschaften und Marienverehrungen haben bislang noch kein Echo in der Presse dieser freien Nation gefunden. Na, warum nicht? Weil die Presse, wie ihr ja inzwischen wisst, durch Miranda Brausus und Intermirifica dem Vatikan gehört. Jesus Christus ist nicht Marias einziger Sohn. Er ist der einzige Sohn Gottes. Maria ist auch nicht die Mutter Gottes. Und wahrlich, sie ist nicht die Mutter des Schöpfers, Königin der Jungfrauen, Vollendung der Heiligkeit, Thron der Erkenntnis, Quelle unserer Freude, Rose des Himmels, das strahlende Heiligtum, Fels Davids, goldener Tempel, Morgenstern, Schutzhafen für Sünder, Trost der Angefochtenen, Königin der Engel, Königin der Apostel, Königin der Märtyrer, Königin des Paradieses, Himmelskönigin. Ich habe gerade eben anstatt Königin der Engel, habe ich beinahe gelesen, Königin der Esel, aber das würde ja zutreffen, ne? Maria hat den ehrbaren und besonderen Platz, den die Schrift ihr gewährt. Alle Geschlechter werden sie selig preisen. Doch in keiner Hinsicht darf sie den Platz Christi einnehmen. Sie war demütig und gehorsam. Und, hört gut zu, sie brauchte, wie der Rest der Menschheit, einen Heiland, wie wir im ersten Kapitel von Lukas nachlesen können. Und ich habe mir da die entsprechende Versstelle rausgesucht. Hier wird nur Lukas 1,47 angegeben, aber es geht im Grunde um die Stelle zwischen 1,46 und 55. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir uns das eben mal durchlesen und dass wir auf diese Art und Weise ganz deutlich sehen, wie Rom eigentlich nur Lügen verkauft. Man muss die Bibel halt nur vernünftig lesen. Ich meine, denkt doch mal nach. Wenn Maria wirklich unbefleckt empfangen geworden wäre, frei von Sünde wäre und alles drum und dran, was die römisch-katholische Kirche glaubt und lehrt, und sie selber Menschen erretten kann, dann ist es doch nicht möglich, dass sie selber sagt, mit ihren eigenen Worten, geschrieben in der Bibel, sie braucht einen Retter. Sie hat einen Retter. Oder? Ich hoffe, ihr könnt mir folgen.
Also im ersten Kapitel von Lukas, ab Vers 46, lesen wir: Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Retters, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, so ihn fürchten. Er tat Mächtiges mit seinem Arm, er hat zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er hat Gewaltige von den Thronen gestoßen und Niedrige erhöht, Hungrige hat er mit Gütern gesättigt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich seines Knechtes Israel angenommen, eingedenk zu sein der Barmherzigkeit, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinem Samen, auf ewig. Ende von diesem Zitat. Hier wird es doch deutlich genug. Mein Geist freut sich Gottes, meines Retters. Also kann Maria keine Retterin sein, wenn sie selbst einen Retter hat. Dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Also in der Bibel und nicht nur an dieser Stelle, auch in anderen Stellen wird Maria ganz deutlich nicht emporgehoben. Wir lesen das ja auch hier. Wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mein Bruder, Schwester, Mutter. Aus Matthäus Kapitel 12, Vers 50. Und Maria tat seinen Willen. Ja? Wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mein Bruder, Schwester und Mutter. Es kommt an verschiedenen Stellen in der Bibel vor, wo Jesus aufmerksam gemacht wird von: Hey, deine Mutter dies, deine Mutter das. Und er sagt: Wer ist meine Mutter? Und dann antwortet er eben hier in Lukas 12,50: Wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mein Bruder, Schwester oder Mutter. So einfach ist das. Und während hier in Lukas wir lesen können, dass Maria, ich will nicht sagen erniedrigt wird, das ist ja auch nicht richtig, sie wird ja nicht erniedrigt, aber dass sie halt niedrig gehalten ist, sie hat die Niedrigkeit einer Magd, wie sie selbst sagt, ja, also nicht irgendwie erhöht, keine Herrin und was weiß ich nicht, und gar nicht eine Königin, sondern sie hat die Demut einer Magd. Und was lehrt die römisch-katholische Kirche? 180 Grad umgedreht, genau wie immer. 180 Grad umgedreht, das andere. Also, ich meine, so langsam sollte einem das wirklich mal anfangen zu dämmern, dass in der römisch-katholischen Kirche mit so viel Lügen schwierig es ist, denke ich, irgendeine Erlösung zu finden. Maria tat seinen Willen. Johannes Paul II. Und Maria. Das ist ein interessanter Abschnitt. Johannes Paul II. Hat als sein persönliches Leitwort Totus tuus, das heißt ganz dein. Doch er wendet es auf Maria nicht an. Verkehrt gelesen hier. Doch er wendet es auf Maria an, nicht auf Jesus. Bei seiner Einsetzung verkündete er, Zitat: Alles, was ich habe, ist dein, meine Königin und meine Mutter. Ende Zitat. Nach dem Anschlag auf sein Leben im Jahr 1981 berichtete Time Magazine unter der Überschrift »Wie Schüsse auf Gott«, dass er auf dem Weg ins Krankenhaus leise »Madonna, Madonna« auf Polnisch murmelte. Kann man nachlesen in der Time vom 25. Mai 81. Ein Jahr nach dem Attentatsversuch ging er zum Marienschrein von Fatima in Portugal, um Maria für die Rettung seines Lebens zu danken. Weitere Einzelheiten über die Rolle, die unsere Frau von Fatima nach dem Glauben des Papstes bei der Rettung seines Lebens spielte und in seiner Zukunft noch spielen wird, folgen, wenn wir uns weiter unten in diesem Kapitel mit Fatima befassen. Im April 1987 eröffnete der Papst vor möglicherweise 1,5 Milliarden Fernsehzuschauern das Marianische Jahr. 2 Monate später betete er in einer Messe vor mehreren hundert Leuten im polnischen Lodz zur Jungfrau Maria für religiöse Freiheit in der Welt. Im Mai 1988 in der Kathedrale von Lima weihte er Peru
schon im Hinblick auf das Jahrzehnt der Evangelisation, über das wir ja schon sprachen, unserer lieben Frau der Evangelisation. In Rom im August 1988 verkündete er in einer Zeremonie zum Abschluss des Marianischen Jahres, Zitat, dies ist die Gelegenheit, auf einen Marianischen Weg zum Jahr 2000 aufzubrechen. Wir müssen mit Maria gemeinsam gehen. Ende Zitat. Das internationale Magazin New Evangelization 2000, herausgegeben im Vatikan von Tom Forrest zur Förderung des Jahrzehnts der Evangelisation, zeigt die Madonna mit Kind auf der Vorderseite ihrer Sonderausgabe vom Januar 1991 mit dem Titel »Das Jahrzehnt der Evangelisation beginnt«. Eine frühere Ausgabe druckte das Angelos-Gebet des Papstes zum Missionssonntag, dem 23. Oktober 1988, ab. Zitat. Möge Maria das Vorbild sein, zu dem Gottes Volk aufschaut, um seine missionarische Aufgabe auszuleben. Lasst uns sie voll Vertrauen bitten, mit ihrem Sohn dafür einzutreten, dass die Kirche ein neues Pfingsten erlange, einen neuen missionarischen Advent für das Jubeljahr 2000 und den Beginn eines neuen Jahrtausends des christlichen Glaubens. Ende Zitat. Christlicher Glaube ist natürlich zu ersetzen mit katholischer Glaube und ansonsten sowieso alles aus diesem Satz zu streichen, was nicht biblisch ist. Das heißt, da bleibt nicht viel über. In den USA haben der Papstbesuch und die enorme Medienwirksamkeit dieses Ereignisses dem Anspruch der für Marias besondere Stellung, ihre Rolle als Mittlerin und ihre Teilhaftigkeit der göttlichen Natur ihres Sohnes erhoben wird, sehr zur Geltung verholfen. Hier in Europa sehen wir ein ähnliches Bild sich abzeichnen. Pilgerschaften zu den Marienschreinen von Lourdes in Frankreich, Fatima in Portugal, Nock, das wird wohl irgendwo in England sein, schätze ich, Medjugorje in der Tschechischen Republik und Walsingham, in der Presse groß angekündigt und im Fernsehen dargestellt, ziehen Millionen von Anbetern aus der ganzen Welt an. Der Schrein unserer lieben Frau von Częstochowa mit seinem berühmten Bild der schwarzen Madonna hat seinen offenkundigen Platz während all der großen Ereignisse gehabt, die während der letzten Jahre von der internationalen Presse aus Polen berichtet wurden. Das Foto von Lech Walesa mit diesem Bild wurde sehr weit verbreitet und der Papst besuchte zweimal den Schrein, der ungefähr 200 Kilometer von seiner Heimatstadt Krakau entfernt liegt. Walsingham und Maria. Unsere liebe Frau von Walsingham, Mutterschrein für weitere 180 Schreine in der Kirche von Englandkirchen, war im September 1988 Schauplatz des BBC-Programms Songs of Praise, das von bis zu 8 Millionen Zuschauern gesehen wurde. 1988 unternahmen etwa 60 Bischöfe eine Sonderpilgerschaft von der Lambeth-Konferenz aus und vom Parlament nahm bereits die dritte Pilgerschaft nacheinander ihren Ausgang. Angeregt durch das Beispiel des ehemaligen Erzbischofs von Canterbury, Robert Runcie, kommen die Seniorbischöfe Jahr für Jahr, um diese Pilgerschaft durchzuführen. Erzbischof Runcie, der ehemalige Vorsitzende der Ökumenischen Gesellschaft der Heiligen Maria, der nach Ansicht von Time Magazine, Zitat, für die Einheit wahrscheinlich mehr zu riskieren bereit war als irgendeiner seiner Vorgänger, Ende Zitat, war ein begeisterter Befürworter Walsinghams und seiner Rolle in der Rückführung der anglikanischen Kirche in den Katholizismus von der römischen Art, wie wir im Time Magazine vom 7. Juni 1982 nachlesen können. Und ich habe ganz besonders gerade betont, von der römischen Art, ne? Also dass Walsinghams und seiner Rolle in der Rückführung der anglikanischen Kirche in den Katholizismus von der römischen Art sei. Was heißt denn Katholizismus der römischen Art? Das ist der extremste Katholizismus, den man sich vorstellen kann. Das ist nämlich der, der sich aufbaut auf dem Konzil von Trient und all seinen Lehren und all seinen Verdammungen. Deswegen habe ich das besonders benachdrückt. Katholizismus von der römischen Art. Konzil von Trient. Nun, Walsingham-Gottesdienste umfassen die Prozession einer Statue der Jungfrau Maria, das feierliche Umhertragen und Verehren der Hostie oder des Heiligen Sakraments, das Segnen heiligen Wassers sowie die Verehrung und das Küssen einer Reliquie des wahren Kreuzes.
Die Kritiker der katholischen Erneuerung verweisen auch auf den erneuten Enthusiasmus unter erneuerten Enthusiasmus unter vielen Charismatikern für den Rosenkranz mit seinen wiederholten Ave Marias. Das heißt, gut zuhören, 10-mal so viel Gebete zu Maria wie zum Vater und keinem einzigen Gebet zu Jesus Christus. Ganz gewiss gibt es keine ersichtlichen Anzeichen dafür, dass die Marienanbetung durch die Erneuerung wirksam gebremst wurde. Im Gegenteil, neue Dogmen sind im Gespräch. Und es gibt Hinweise darauf, dass bald eine neue Verkündung über Maria verlautbart werden könnte. Hier muss ich mal ganz kurz eine Pause machen und muss euch hinweisen auf meine Lesung, die ich machte von Babylon nach Rom. Im 7. Kapitel, der Abschnitt Das Bild des Tieres. Und ich möchte jeden bitten, der sich dieses hier gerade anhört, sich das Video einmal anzuschauen. Dann werdet ihr noch besser begreifen, worum es in diesem kleinen Kapitel dieses Buches Alle Wege führen nach Rom im Grunde geht. Ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, schaut es euch an und zieht eure eigenen Rückschlüsse daraus. Maria Mediatrix, das heißt Mittlerin, und Maria Co-Redemptrix, das heißt Miterlöserin, zählen bereits zu den neuen Traditionen dieses Jahrhunderts, des 20. Ne? Wie niemand zum Vater geht, außer durch den Sohn, so geht niemand zum Sohn, außer durch seine Mutter. Päpstliche Enzyklika von 1897. Wie niemand zum Vater geht, außer durch den Sohn, so geht niemand zum Sohn, außer durch seine Mutter. Also, es gibt ja die Stelle in der Bibel, die jeder bibelgläubige Christ kennt, dass Jesus Christus sagt, niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Ich bin das Leben, ich bin die Wahrheit und ich bin der Weg. Und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Ja? Wo sagt er, dass man zu ihm nur durch seine Mutter kommt? Also, wenn ich glaube, was die römisch-katholische Kirche hier lehrt, dann ist Jesus ja ein ganz dummer Mensch gewesen. Und ein Lügner noch oben bei. Er sagt, er ist der Weg und nur durch ihn komme ich zum Vater. Das sagt die Kirche auch. Aber ich komme nur durch Maria zu Jesus. So. Und wäre Jesus nicht verpflichtet, uns zu sagen, wenn das so wäre? Es steht in der Bibel nicht drin, weil es nicht so ist. Es steht an einer anderen Stelle geschrieben, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist das 2. Timotheus 5, wo drin steht, es ist unter dem Himmel kein anderer Name dem Menschen gegeben, unter dem er errettet werden soll, der Mann Jesus Christus. Ja? Diese Behauptung der römisch-katholischen Kirche in der päpstlichen Enzyklika von 1897, wie niemand zum Vater geht, außer durch den Sohn, so geht niemand zum Sohn, außer durch seine Mutter, ist, wenn man die Bibel bei der Hand hat, eine leicht zu entlarvende Lüge. Das Zweite Vatikanische Konzil erklärte Maria zur Mutter der Kirche. In seiner Enzyklika Redemptoris Mater vom März 1987 erläuterte der Papst, Zitat, während Maria in keinem Sinne Mittler zwischen Gott und den Menschen ist, das ist allein die Rolle Christi, geht sie doch beständig der Kirche voran und wirkt am Rettungswerk Christi mit. Ende Zitat. Ich habe genug kommentiert, ne? Ihr wisst, was ich dazu denke. Der nächste Teil heißt der Marienkult. Das Dogma der Himmelfahrt und das der unbefleckten Empfängnis, beides relativ junge Zusätze zur Tradition, haben sich sehr schnell in der römischen Kirche eingebürgert. So groß ist das Gewicht päpstlicher Verfügung und die Disziplin der gesamten Organisation. Der Marienkult ist kein Bestandteil der ARCIC oder anderer ökumenischer Gespräche. Katholische Marientreue ist unveräußerlich. Also mit anderen Worten unveränderlich. Wie Rom sich nie verändert. Die Heftigkeit der Reaktion auf Neil Kinnocks Rede vom 9. April 1989 mit ihrem beabsichtigten Humor bezüglich des unbefleckten Irrtums
Jetzt muss man ein bisschen Englisch können. Im Englischen heißt es Immaculate Misconception und ist ein Wortspiel zu Immaculate Conception. Ja? Also unbefleckter Irrtum gegenüber unbefleckter Empfängnis. Das ist natürlich ein Wortspiel, das gut im Englischen funktioniert. Und ein weiteren humorvollen Beitrag hat er gemacht, indem er meint, wie wichtig Maria unter der Himmelfahrt der heiligen Margaret, ja, unterstreicht deutlich, wie wichtig Maria den Katholiken in Großbritannien ist. Bischof Alan Clark von East Anglia schrieb dem Oppositionsführer Kinnock von dem Anstoß, den er durch den vollkommen unsensiblen Gebrauch einer der zentralen Aussagen des katholischen Glaubens gegeben hätte. Auch Kardinal Hume schrieb einen energisch formulierten Brief, der die Bedeutung der Lehren von der Himmelfahrt und der unbefleckten Empfängnis für den katholischen Glauben hervorhebt. Es fiel auf, dass die Entrüstung und Welle des Protestes seitens katholischer Kirchenführer im ganzen Land wegen dieser Beleidigung Marias so ganz anders war als die zurückhaltende, würdevolle, staatsmännische Reaktion der katholischen Führung auf die Vorführung des höchst umstrittenen und gotteslästerlichen Films Die letzte Versuchung Christi. Mit Mel Gibson. Da gibt es Dokumentationen auf YouTube, die man sich angucken kann darüber, was der Film tatsächlich bedeutet. Einheit und Maria. Der Papst verkündete in seinem Rundschreiben Redemptoris Mater, dass, Zitat, Maria helfen werde, Christen zur Einheit zu führen. Ende Zitat. Doch scheint sich am Horizont das Bild abzuzeichnen, dass Maria es möglich machen wird, alle Religionen unter einem Schirm zu vereinen. Ganz, ganz wichtig. Hier verweise ich nochmals auf meine Lesung Das Bild des Tieres, Kapitel 7 von Babylon nach Rom. Schaut euch das an. Ich gehe hier nur ganz kurz drauf ein. Man stellt sich vielleicht die Frage, es scheint sich ja am Bild das Horizont abzuzeichnen, dass Maria es möglich machen wird, alle Religionen unter einem Schirm zu vereinen. Nun stellt man sich vielleicht, wenn man nicht ständig sich damit beschäftigt, die Frage, ja, wie kann denn Maria dafür sorgen, dass alle Religionen vereint werden? Ja, wenn ihr das Buch von Babylon nach Rom gelesen habt, dann ist das im Grunde ganz einfach. In dem Buch wird deutlich bewiesen, dass der Ursprung aller Religion, also menschengemachter Glaubenslehre, das hat nichts mit der Bibel zu tun, das ist das Gehorchen des Wortes Gottes. Das ist keine Religion. Dass alle Religion, menschengemachte Glaubenslehre, ihren Ursprung hat in Babylon. Da alle Religionen, der Islam, der Katholizismus, der ja nicht das Christentum ist, immer berücksichtigen, der Hinduismus, der Buddhismus, der Sikhismus und alle anderen, was weiß ich nicht noch, Religionen, ihren Ursprung in Babylon haben und mehr oder weniger auch dieselbe Figur verehren, da kommen wir auch gleich noch drauf hinzu, wie die Muslims zum Beispiel sich Maria auch in ihren Glauben mit einarbeiten. Wenn sie das alles gemein haben, dann ist es ja gar nicht mehr so schwer. Weil die römisch-katholische Kirche lehrt ja, wir sprechen ja nur noch darüber, was uns vereint. Wir sprechen ja nicht darüber, was uns trennt. Wir sprechen nur darüber, was uns verbindet, nicht was uns auseinandertreibt. Ja? Wenn alle Religionen sich darin einig sind, dass es eine Himmelskönigin gibt, wie wir gerade schon aus Alexander Hislop das kleine Stück vorgelesen haben, dass man das in Indien findet, dass man das in China findet, in Japan findet, sogar in Mexiko gefunden hat und so weiter, über die ganze Welt verteilt, in all diesen Religionen. Und überall wird die Frau mit dem Kind angebetet, dann haben sie das gemeinsam. Die anderen Dinge, die sie vielleicht noch hier und da entzweien, die lassen sich doch ganz leicht wegarbeiten. In der Basis sind sie sich einig. Und diese Basis ist Maria, die Himmelskönigin, Semiramis, die Frau von Nimrod. Das muss man so deutlich sagen. Und deswegen ist es gut möglich, dass Maria es möglich machen wird, alle Religionen unter einem Schirm zu vereinen. Denn alle Religionen haben die Anbetung der Himmelskönigin in einer oder anderer Form in ihrer Religion eingeschlossen. Von daher ist eine Einweltreligion gar nicht mal so undenkbar. Das einzige Problem ist ein bibelgläubiger und bibeltreuer Christ. Der gehört da nicht zu. Der
weiß, was über die Himmelskönigin in Jeremia Kapitel 44 und Kapitel 7 geschrieben steht, wie wir gerade gelesen hatten. Und der versteht, dass diese eine Weltreligion nur ein Kompromiss sein kann mit dem Wort Gottes. Und da Gottes Wort Wahrheit ist und Gott sagt, man soll die Wahrheit nicht mit dem Unwahren oder das Heilige nicht mit dem Unheiligen vermischen, ja, da weiß ich als Christ, wo ich stehe, oder? Also ich zumindest weiß es. Ökumenische Gespräche zwischen dem römischen Katholizismus und dem Islam finden in vielen nicht-protestantischen Ländern statt. Der Schrein von Fatima in Portugal, für die Katholiken von großer prophetischer Bedeutung, ist auch für die Moslems wichtig geworden. Er wird häufig mit Fatima, der Tochter Mohammeds, gleichgesetzt und verwechselt, von welcher der Prophet schrieb, Zitat, sie ist neben Maria die heiligste aller Frauen im Paradies. Ende Zitat. Muriel Spark erzählt, dass in Medjugorje in Jugoslawien 2 Monate nach Beginn der Erscheinung im September 1981 Moslems sich den Orthodoxen und Katholiken auf den Pilgerschaften anschlossen. Fromme Katholiken waren zutiefst schockiert. Die Madonna soll daraufhin gesagt haben, Zitat, Gott ist unteilbar. Nicht Gott, sondern die Gläubigen haben die furchtbaren Teilungen in der Welt verursacht. Ende Zitat. Sie soll ganz im ökumenischen Geist unserer Tage getadelt haben, dass fromme Katholiken äußerst darauf bedacht zu sein scheinen, die Berührung mit Orthodoxen und Moslems zu vermeiden. Doch niemand, der es ablehnt, Andersgläubige ernst zu nehmen, sei würdig, sich als Christ zu bezeichnen. So, den Satz lese ich nochmal, das habe ich jetzt ziemlich geschlachtet hier, tut mir leid, Leute. Sie soll, also Maria, ganz im ökumenischen Geist unserer Tage getadelt haben, dass fromme Katholiken äußerst darauf bedacht zu sein scheinen, die Berührung mit Orthodoxen und Moslems zu vermeiden. Doch niemand, der es ablehnt, Andersgläubige ernst zu nehmen, sei würdig, sich als Christ zu bezeichnen. Naja, als was das Wort Christ hier mal wieder missbraucht wird. Um diese unbequeme Botschaft zu unterstreichen, hob unsere liebe Frau eine Muslimin namens Pascha besonders lobend hervor. Zitat, sie ist eine wahrhaft gläubige, heilige Frau. An ihr sollt ihr euch ein Beispiel nehmen. Ende Zitat. Ein Priester, der sich skeptisch zu einer der angeblichen Heilungen geäußert hatte, wurde von der lieben Frau zurechtgewiesen. Zitat, sagt diesem Priester und seinesgleichen, dass sie es sind, die die Spaltungen in der Kirche in der Welt aufrechterhalten. Moslems, Orthodoxe, Katholiken, für meinen Sohn und für mich sind alle eins. Ihr seid alle meine Kinder. Ende Zitat. Für die getrennten Brüder hat die Madonna eindeutig nichts übrig. Doch ist leicht ersichtlich, warum es innerhalb der römischen Kirche so viel Streit um die Echtheit der Madonnenverscheinungen gibt. Zitat, Maria, die Mutter, findet ohne Frage weltweiten Anklang. Sie ist nicht nur für Katholiken verführerisch, sondern stellt eine synkretistische Gottheit dar, die in der Lage ist, alle Religionen zu vereinen. Denn ihre Mutterschaft rührt die tiefsten Sehnsüchte des menschlichen Geistes an. Ja, als eine Pilgerjungfrau, eine Statue unserer lieben Frau von Fatima, eine Tournee durch Afrika und Asien machte, strömten Millionen herbei, um das Standbild zu verehren und den Friedensplan vom Himmel von unserer lieben Frau zu erfahren. Moslems, Buddhisten, Hindus und Sikhs waren besonders enthusiastisch. Die Moslems, die ohnehin einen gewissen Grad von Verehrung für unsere liebe Frau hegen und ihre Jungfrauengeburt und unbefleckte Empfängnis anerkennen, waren von der Tatsache gefesselt, dass Maria in Fatima erschienen war, welches der Name von Mohammeds Lieblingstochter war, die von den Propheten als die höchste Frau im Himmel nach unserer lieben Frau angesehen wurde. Der muslimische Häuptling des Ismaeli-Stammes, der in Mosambik, legte eine goldene Kette um den Hals der Statue mit den Worten, »Dank dir, unsere liebe Frau von Fatima, für das Werk der Liebe, das du in Afrika vollbringst. Wir preisen dich gemeinsam mit dem allmächtigen Allah.« Ende Zitat.
und zwar beide Zitate. Diese Stadt Fatima in Portugal. Ihr wisst ja wahrscheinlich geschichtlich, dass die Moslems einige Jahrhunderte lang Spanien besetzt haben. Die Mohren, man spricht auch von den Schwarzen, also auf jeden Fall waren das Moslems. Und die haben die Stadt Fatima, die haben ihr den Namen gegeben, eben nach der Tochter von Mohammed. Ihm zur Ehre, oder ihr zur Ehre, haben sie die Stadt Fatima genannt. Und ausgerechnet in der Stadt kommt dann eine Marienerscheinung. Ist doch ein Schelm, wer Böses dabei denkt, der wie ich immer wieder behauptet, der Islam wurde gegründet von der römisch-katholischen Kirche. Das sind alles keine Zufälle, Leute. Und es gibt Bücher über Bücher über Bücher, in die man sich reinstürzen kann und in die man das nachforschen kann. Wirklich wahr. Nach Angaben des Mariologen John Heffert bezeugten mehr als 100.000 Menschen das Wunder von Fatima am 13. Oktober 1907, obwohl andere Autoren nur von etwa 70.000 sprechen. Die 30.000 Menschen Unterschied machen das nun auch nicht unbedingt, ne? Diese war die sechste berichtete Erscheinung unserer lieben Frau von Fatima, die seit dem 13. Mai jenen ganzen Sommer hindurch am 13. Tag jeden Monats drei portugiesischen Kindern widerfahren war. Lucia, 8 Jahre, Jacinta, 6 Jahre und Francisco, ebenfalls 8 Jahre alt. Maria hatte versprochen, im Oktober ein Wunder zu vollbringen, Zitat, auf das alle Menschen glauben mögen, Ende Zitat. Zeugen dessen, was an jenem Tag geschah, waren entsetzt über das, was sie sahen. Sie zögerten angsterfüllt, ihre Vision hinterher zu schildern. Angeblich erschien die Sonne zunächst als silberne Scheibe. Und dann plötzlich schoss ein Spektrum vielfarbigen Lichts in alle Richtungen hervor. Daraufhin schien die Sonne sich wie verrückt, einem gigantischen Feuerrad gleich, um ihre eigene Achse zu drehen. Und ihre Farben, rot, gelb, blau und grün, auf die Felsen und Bäume sie auf die aufwärts gerichteten Gesichter der erstaunten Pilger zu schleudern. 3-mal hielt sie an und nahm dann ihren verrückten Tanz wieder auf. Als die Menge sich in erbärmlichem Schrecken wand, war es plötzlich so, als würde die Sonne vom Firmament losgerissen. Sie fiel abwärts, 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 in wirrem Zickzackkurs durch den Himmel. Wehklagen wie »Das ist das Ende der Welt« und »Liebe Frau, hilf uns« stiegen aus der entsetzten Menge empor. Dann, so plötzlich wie sie begonnen hatte, beendete die Sonne ihre Drehungen wieder und kehrte an ihren Platz am Himmel zurück. Während die zitternde Menge sich von ihren Schrecken erholte, erhoben sich Rufe des Erstaunens. Ihre Kleidung, die triefend nass und schlammbedeckt gewesen war von dem Regenguss, den sie vor dem Wunder abbekommen hatten, war auf wundersame Weise trocken. Während des Schauspiels soll Maria erschienen sein, einen Rosenkranz haltend und angetan mit einem Schultertuch. Sie gab sich als unsere liebe Frau vom Rosenkranz zu erkennen und forderte dazu auf, jeden Tag den Rosenkranz zu beten. Hatten wir ja schon gelernt, ne? 10-mal mehr Maria als Gott und nicht einmal Jesus Christus anbeten. Im Juli hatten sie der Kirche die Weisung erteilt, die Welt und insbesondere Russland ihrem unbefleckten Herzen zu weihen. Sie wird auch mit den Worten zitiert, »Viele, viele Seelen gehen zur Hölle, weil es niemanden gibt, der für sie Opfer darbringt.« Ende Zitat. Eine bemerkenswerte Enthüllung aus dem Buch »The Keys of This Blood«, ein wunderbares Buch, was ich leider nicht in Deutsch bekommen kann. Geschrieben im Jahr 1990 von dem Professor Malachi Martin, einem ehemaligen Jesuiten, also wahrscheinlich zumindest, sagt aus, dass Papst Johannes Paul II. Aufgrund einer Weisung unserer lieben Frau von Fatima an seine eigene, ganz besondere Bestimmung glaube. Er, Antichrist Johannes Paul II., sei überzeugt, dass er in den 90er Jahren berufen werde, der moralische und geistliche Führer einer Weltregierung zu sein.
Er sei sich auch gewiss, dass es unsere liebe Frau von Fatima war, die sein Leben bei dem Attentatsversuch am 13. Mai 1981 verschonte. Denn er hatte sich gerade vorgebeugt, um eine Medaille unserer lieben Frau von Fatima anzuschauen, die ein kleines Mädchen trug, als die beiden Schüsse, die auf seinen Kopf gezielt waren, über ihn hinweggingen. Während seiner Genesung von dem Anschlag, der sich am offiziellen Festtag unserer lieben Frau von Fatima ereignet hatte, erhielt er eine Vision von dem, was geschehen sollte. In ihr, die offenbar aus Gebet und völligem Vertrauen in die liebe Frau von Fatima erwuchs und eine exakte Wiederholung dessen war, was sich am 13. Oktober 1917 ereignet hatte, erzählte die Jungfrau Mutter ihm, dass es noch eine Wiederholung des Fatima-Wunders geben werde. In den 90er Jahren werde sie durch Zeichen und Wunder eingreifen, die wieder mit der Sonne zu tun haben würden, um die Herrschaft Papst Johannes Paul II. Über die Welt zu beglaubigen, zur Aufrichtung einer kurzen Zeit des Friedens und des Wohlergehens vor der Wiederkunft Christi. Ende Zitat von Malachi Martin. Das Video ist fast zu Ende, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ich lese nur eben die letzten paar Sätze noch. Im Gehorsam gegen die Fatima-Weisung und in kollegialer Übereinstimmung mit den Bischöfen der Welt weihte Papst Johannes Paul II. Im Jahr 1982 Russland und die ganze Welt dem unbefleckten Herzen Mariens. Im Mai 1991 stattete Johannes Paul II. Fatima seinen dritten Papstbesuch ab, um der Jungfrau Maria nochmals für die Rettung seines Lebens zu danken und um der Welt zu sagen, wie sehr, Zitat, die Mutter Gottes gebraucht werde und dass jegliche Erneuerung der Welt nur in Verbindung mit ihr stattfinden könne. Ende Zitat. Dieser kleine Ausschnitt, den ich gerade gelesen hatte, von Malachi Martin, The Keys of This Blood, da steht so viel drin, über das man kommentieren könnte, wird das Video noch wahrscheinlich ein paar Stunden dauern, das will ich euch nicht antun. Aber denkt mal eben über ein paar Punkte nach. Am 13. Mai 1981 wurde der Attentatsversuch auf Papst Johannes Paul II. Verübt. Also erstens mal ist es ja wohl logisch, dass es kein Attentatsversuch war, sondern das war gestellt. Genau wie das Attentat auf Ronald Reagan. Und die beiden waren zusammen verbunden in der Heiligen Allianz, um den Kommunismus runterzubringen. Das wisst ihr ja inzwischen aus Herrscher des Bösen. Dann war es der 13. Mai hier, dann war es der 13. Oktober 1917 da, immer der 13. Warum der 13.? Ja, der 13. Oktober 1307 war das Ende der Tempelritter. Und von daher ist das eine kabbalistische und für diese Leute eine sehr wichtige Zahl. Ob jetzt der 13. Mai 1981 ein Freitag war, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber der 13. Oktober 1307, als die Templer festgenommen wurden, das war ein Freitag. Daher kommt dieser Aberglaube, von wegen Freitag der 13. sei ein schlechter Tag. Aber wir haben den 13. Mai 1981 mit dem Attentatsversuch und wir haben den 13. Oktober 1917 für die Erscheinung der Jungfrau Mutter in Fatima. Ne? Also wenn man solche Absätze wie das hier gerade eben mal durchliest, da muss man sich hier und da wirklich mal ein bisschen Zeit dafür nehmen und sich überlegen von, was ist hier jetzt wahr und was ist hier jetzt erfunden. Erfunden will ich jetzt mal gar nicht sagen, aber was ist auf eine bestimmte Art und Weise gesteuert? Was sind Symbole? Wo ist die Kabbalistik? Wo ist die Symbolistik hier drin? Und dafür muss man da halt immer mal ein bisschen tiefer mit reingehen. Deswegen rate ich auch jedem an, die Bücher, die ich hier auf YouTube lese, selbst zu lesen. Normalerweise, wenn es die als PDF gibt, könnt ihr die gerade diese runterladen. Dieses Buch müsstet ihr kaufen für ein paar Euro im Internet. Aber ich kann euch sagen, das ist ein sehr gut angelegtes Kapital, wenn man bei unter 10 Euro inklusive Versandkosten von Kapital sprechen kann. Ne? Auf jeden Fall ist das interessant, dass ich mal so ein Buch zu holen, anstatt zwei Big Macs im McDonald's reinzuziehen. Davon mal abgesehen. Das Buch The Keys of This Blood, ja, aus dem das hier zitiert ist, ist schade. Ich habe es bis jetzt noch nicht in Deutsch gefunden. Ich weiß nicht, ob ich es jemals in Deutsch finden werde, aber das wäre wirklich mal ein Werk zu lesen. Ich habe auch im Englischen bis jetzt nur mal reingeschaut, weil es gibt so viel, was ich reinlese. Aber das ist ein sehr interessantes Buch, weil es eben von Malachi Martin geschrieben war, der ein hochrangiger Jesuit war. Ne? Er war Berater von Johannes Paul II. Und wenn der so ein Buch schreibt, die Schlüssel seines Blutes, das kann ja nur interessant sein. Aber natürlich muss man sich auch hier bewusst sein,
von bestimmter Desinformation darin, genau wie bei Büchern wie zum Beispiel von Avro Manhattan. Da muss man auch immer vorsichtig sein. Avro Manhattan war zwar ein ganz toller Schriftsteller und hat ganz tolle Bücher rausgebracht, also Autor, nicht Schriftsteller, aber er war eben auch ein anerkannter Malteserritter und noch andere päpstliche Ritterorden, denen er beigehörte. Und da muss man sich immer die Frage stellen, inwieweit das solche Leute auch wirklich die ganze Wahrheit sagen oder was sie weglassen. Es geht immer darum, was die Leute nicht sagen, nicht darum, was sie sagen. Weil wenn es darum geht, was sie sagen, dann kann ich ja vielen Leuten glauben. Das Problem ist, ich muss wissen, was sie weglassen, um zu wissen, was sie im Grunde in ihrer Agenda, was sie im Schilde führen. Auf jeden Fall, das war ein sehr interessantes drittes Kapitel über die Jungfrau Maria, aber ich rate wirklich jedem nochmal an, wenn ihr die Zeit habt, schaut euch das an. Ich weiß nicht, das Video ist, glaube ich, nur eine Stunde oder so lang, über das Bild des Tieres aus Kapitel 7 von Alexander Hislop von Babylon nach Rom. Und auch die Schlussfolgerung ist ganz interessant, aber sicher hauptsächlich das Bild des Tieres. Das hat mir richtig die Augen geöffnet, als ich das gelesen hatte. Und so viel öffnet mir heutzutage die Augen nicht mehr, aber das hat mir die Augen geöffnet. Und das ist ja auch logisch, wenn man drüber nachdenkt. Wir sprechen immer über diese eine Welt, eine Weltregierung, eine Weltökonomie, also Wirtschaft, eine Weltreligion. Wie kann ich verdammt nochmal alles unter einen Hut kriegen? Na, also mit der einen Weltregierung ist das ja schon mal ganz einfach. Ich habe ja schon mal Europa, ich habe ja schon mal die EU. Und dann habe ich diesen amerikanischen Verbund in Amerika und dann habe ich den afrikanischen Verbund, ich habe den asiatischen Verbund und so weiter und so weiter. Ich habe schon mal alles konzentriert auf im Grunde mehr oder weniger 10 Regionen. Club von Rom, 1973, ja? Die 10 Königreiche, die im Grunde rausgebracht haben. Da habe ich schon mal diese Konzentration. Dann gehe ich auf den wirtschaftlichen Bereich, dann schaue ich mir doch nur mal die Globalisation an, die letzten Jahre stattgefunden hat und sehe doch, dass immer mehr kleine Firmen verschwinden, die Großen alles haben und die Großen in immer weniger Händen sind. Und wenn man dann noch hinter die Schirme guckt und sieht, wer eigentlich hinter den ganzen Schirmen sitzt, ja, dann ist sowieso schon alles eins, weil das gehört alles den Malteserrittern, den SMOM, Sovereign Military Order of Malta, zum ganz großen Teil. Da habe ich den wirtschaftlichen Aspekt. Und jetzt haben wir gerade durch Maria hier gesehen, wie der religiöse Aspekt ist. Alle Weltreligionen, alle menschengemachten Glaubensrichtungen, die ihren Ursprung in Babylon haben, haben eine Mutter-Sohn-Figur, die sie anbeten in ihren Religionen drin. Und die römisch-katholische Kirche nennt es Maria und Jesus, und die Inder nennen es so, die Chinesen nennen es so, die Japaner nennen es so, und die Muslims nennen es wieder anders, aber es ist überall dasselbe. Das Prinzip ist überall dasselbe. Und deswegen sind wir von dieser einen Welt alles gar nicht mehr so weit weg, wenn man zumindest die offenen Augen hat, um damit zu schauen. So, ich habe es jetzt ziemlich genau auf eine Stunde gebracht. War ein bisschen müde, meine Augen waren hier in diesem Licht nicht so gut, um hier zu lesen. Ich habe hier alles dunkel gemacht, weil sonst kommen hier die ganzen Mücken rein. Und mit künstlichem Licht liest sich das nicht so gut. Aber trotzdem, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ihr habt was gelernt und ihr kommt auch nächstes Mal wieder, wenn ich Kapitel 4 Alle Wege führen nach Rom lese. Das heißt Tradition. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe und bete dafür, dass Gott euch auf dem schmalen Pfad der Tugend und den schmalen Pfad der Erlösung, der zu Jesus führt, hält. Gott schütze und behüte euch. Bis zum nächsten Mal. Joggler66 von Stunde der Wahrheit meldet sich ab und sagt Tschüss. Ich sehe den großen Abfall. Ich sehe die Verwüstung des Christentums. Ich sehe die rauchenden Ruinen. Ich sehe die Herrschaft von Ungeheuern. Ich sehe jene Vizegötter, jenen Gregor den Siebten, jenen Innozenz den Dritten, jenen Bonifatius den Achten, jenen Alexander den Sechsten, Gregor den 13., Pius den 9. Ich sehe ihre lange Folge, ich höre ihre unerträglichen Lästerungen, ich sehe ihren abscheulichen Lebenswandel, ich sehe, wie sie angebetet werden von verblendeten Generationen, wie sie hohle Segnungen austeilen, wie sie ihren verlogenen Ablasshandel treiben, heidnisches Christentum schaffen. Ich sehe ihre livrierten Sklaven, ihre geschorenen Priester, ihre zölibatären Beichtväter, ich sehe den berüchtigten Beichtstuhl, ich sehe die verführten Frauen, die ermordeten Unschuldigen, ich höre die verlogenen Absolutionen, ich höre die Todesseufzer, ich
Ich höre die Schreie der Opfer. Ich höre die Ansprüche, die Flüche, den Donner der Interdikte. Ich sehe die Folter. Ich sehe die Verliese, die Scheiterhaufen. Ich sehe die unmenschliche Inquisition. Jene Feuer von Smithfield. Jene Gemetzel der Bartholomäusnacht. Jene spanische Armada. Jene unsäglichen Dragonaden, jene endlose Kette von Krieg, jene entsetzliche Menge von Massakern. Ich sehe das ganze System und im Namen des Ruins, den es in der Kirche und in der Welt verursacht hat, im Namen der Wahrheit, die es verleugnet hat, des Tempels, den es geschändet hat, des Gottes, den es gelästert hat, der Seelen, die es zerstört hat, im Namen der Millionen, die es getäuscht hat, der Millionen, die es dahin geschlachtet, der Millionen, die es verdammt hat. Gemeinsam mit heiligen Bekennern, mit edlen Reformatoren, mit unzähligen Märtyrern, mit den Glaubenden aller Zeiten, brandmarke ich es als Satans Meisterstück, als den Leib, die Seele und das Wesen des Antichristen. Jeder Christ hat die heilige Pflicht, im Gebet den Antichristen zu bekämpfen. Und was der Antichrist ist, darüber dürfte es bei keinem normalgesinnten Christen Fragen geben. Wenn es nicht das Papsttum der Kirche Roms ist, dann gibt es nichts auf der Welt, das mit diesem Namen bezeichnet werden könnte. Denn es verletzt Christus, weil es ihn in seiner Herrlichkeit beraubt, weil es die Wirkungskraft der Sakramente an die Stelle seines Sühnopfers setzt, ein Stück Brot an die Stelle des Erlösers erhebt und ein Tropfen Wasser an die Stelle des Heiligen Geistes. Und weil es einen fehlbaren Menschen wie uns als Stellvertreter Christi auf Erden hinstellt. Wenn wir das Papsttum im Gebet bekämpfen, weil es gegen Christus steht, dann sollen wir die Personen lieben, auch wenn wir ihre Irrlehren hassen. Wir lieben ihre Seelen, auch wenn wir ihre Dogmen verabscheuen. So werden unsere Gebete vor Gott angenehm, weil wir unseren Blick auf Christus richten, wenn wir beten. Die ökumenische Bewegung, die sie rühmen, ist die größte Katastrophe, die in diesem Jahrhundert in die christliche Kirche hereingekommen ist. Sie hat die Kirchen dieses Landes zu einer Ansammlung blutleerer, rückgratloser, haltloser Organisationen schrumpfen lassen, die kaum noch ein müdes Wimmern für Christus und die Wahrheit zustande bringen. Kein Wunder, dass die Bosheit so sehr zunimmt und die geistliche Finsternis über die Jahre immer dichter wird. Ernsthafte Christen mit nüchternem Lebenswandel und tiefer geistlicher Gesinnung sind in ihren Augen Fanatiker und Frommtuer. Wenn das stimmt, dann waren erhabene Gottesmänner wie John Knox in Schottland, Johannes Calvin und Martin Luther auf dem Kontinent und Erzbischof Cranmer in England ebenfalls Frommtuer in ihrem Kampf gegen die Irrlehren des Papsttums. Wir rühmen uns ihrer Gemeinschaft.